herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von InfoNeuland TV. Kurz vor Ostern fand in Neuland die zweite plattdeutsche Medienkonferenz statt. 91 Personen aus verschiedenen Ländern nahmen an dieser Konferenz teil. Darunter befanden sich die Vertreter von verschiedenen Radiostationen aus der ganzen Welt, Verleger, Autoren, Lehrer und Sänger. Der gemeinsame Nenner war die plattdeutsche Sprache der Mennoniten, die ursprünglich aus Preußen kommen. Plattdeutsch ist mein Tüst, das ist meine Sprache. Wenn ich Plattdeutsch rede, dann fühle ich mich möglich. Dann kann ich dort ausdrücken, was ich meine, was ich fühle. Und das ist einfach für mich meine Identität. Da komme ich her, dort werden meine Vorfahren. Und das ist einfach, ja, dort wird mein Herz bewegt. Etwas weiter zurück fand in Neuland der Amtswechsel des Präsidenten der Kooperative und Kolonie Neuland statt. Nach 3 Amtszeiten und 9 Jahren im Dienst trat Herr Edwin Reimer sein Amt an Herrn Heinz-Alfred Bartel ab, der von den Mitgliedern als neuer Präsident bestätigt wurde. Musik.